Ja, ich denke, wir haben in Duisburg eine gute erste Halbzeit gespielt. Sind auch gut aus der Kabine rausgekommen, finde ich. Kriegen dann einen blöden Platzverweis, der nicht sein muss. Wodurch sich das Spiel dann neu entwickelt. Duisburg hat mehr Ballpassagen, macht Druck auf uns und wir müssen mit 10 Mann dagegenhalten und kriegen halt ärgerlicherweise in der 70. schon das 2-1 und 4 Minuten später das 2-2, was natürlich sehr bitter ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir in Unterzahl auch nur die 2 Torchancen zugelassen, glaube ich. Und spielen auch teilweise noch ordentlich nach vorne und haben selbst noch Abschlussmöglichkeiten, was man jetzt nicht außer Acht lassen sollte. Ja, wir standen, das war ja zu der Phase, wo wir mit 10 Leuten gespielt haben, standen relativ tief, was sich aber auch, glaube ich, nicht zwangsläufig vermeiden lässt. Es kommt ein Chipball auf Onyekwo, ich probiere vor ihn zu kommen und biete ihm so die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu drehen und das nutzt er sofort und schießt. Ob er mit der Hand gespielt hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mir die Fernsehbilder auch mal angeguckt, aber da sieht man es fast gar nicht. Also hat er vielleicht auch ganz gut gemacht, meinen Fehler ausgenutzt. Ja, ja, kurz vor Schluss will ich ins Kopfballduell gehen mit Onyekwo. Und ich weiß gar nicht, ob er den Ball spielt. Ich spiele auf jeden Fall nur seinen Hinterkopf und es fängt halt leicht an zu bluten und ich muss halt kurz behandelt werden. Aber halb so wild, alles in Ordnung. Erstmal freue ich mich natürlich auf jedes Heimspiel, aber alle Spiele hier in der Nähe sind für meine Eltern und für meine Freunde relativ einfach zu bereisen. Und ja, immer wenn die im Stadion sind, ist was Besonderes und da freue ich mich natürlich extrem. Natürlich hat man Bereiche, an denen man sich verbessern kann. Ne? Also mein linker Fuß ist nicht so wie der rechte, oder andersrum. Und am schwachen Fuß kann ich definitiv immer trainieren. Das Kopfballspiel muss ich natürlich immer dran arbeiten, weil ich halt auch gegen Ochsen spiele, die vielleicht 10 cm größer sind. Und da muss ich mir teilweise was einfallen lassen. Aber auch einfach konzentriert und weniger Fehler zu machen als in den letzten beiden Jahren gehört natürlich dazu, ein bisschen abgeklärter zu werden. Erstmal bin ich Innenverteidiger und das ist vielleicht eine mentale Anstrengung, das Spiel, und nicht immer komplett eine körperliche Anstrengung, die 90 Minuten. Also da gibt es definitiv intensivere Positionen. Von daher ist es manchmal auch gar nicht so schwer, sich zu regenerieren. Natürlich spricht das auch ein bisschen vielleicht für mich, dass ich halt einfach fit bin und es mir gut geht oder noch nicht so alt. Vielleicht ist es auch die Jugend, die das Ganze einfach nur leicht wegzustecken lässt. Ja, Eintracht Braunschweig hat, glaube ich, eine ganz ordentliche Mannschaft, wie fast jeder Zweitligist, der in der zweiten Bundesliga spielt. Mit Stärken und Schwächen, die wir die Woche noch analysieren werden, sind nicht so gut in die Saison gekommen und wir hoffen, dass sie gegen uns nicht die Trennwände schaffen, sondern wir zu Hause die Punkte behalten. Es müsste Osnabrück gewesen sein. Und ja, es ist schon Ewigkeiten her. Ich bin froh, dass es so lange her ist, weil es auch zeigt, dass wir zu Hause mit einem gehörigen Selbstvertrauen hier auflaufen und auch einfach Bielefeld für den Gegner, glaube ich, schon ein beschissenes Pflaster ist, wenn die hier hinkommen. Ja, definitiv. Also es ist immer einfacher, in einer Mannschaft zu spielen oder für den anderen zu laufen, für den man ein bisschen Sympathie entwickeln kann. Ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da andere Mannschaften mehr Probleme haben. Aber wir haben jetzt, ich glaube, 8 neue Spieler bekommen, aber der Kern der Mannschaft vom letzten Jahr ist zusammengeblieben und die Charaktere, die dazugekommen sind, sind alle super. Also dadurch wird es natürlich relativ einfach, wieder eine intakte Mannschaft zu bilden. Ja, weil wir dran sind, uns zu belohnen für den Aufwand, den wir betrieben haben. Wir haben eine lange Vorbereitung gehabt. Wir haben jetzt 4 Wochen quasi schon Saison mit dem Pokalspiel und wir haben ordentliche Leistung gezeigt. Und wir haben aber noch nicht richtig geerntet und es wird Zeit. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen.